Servus, hallo und grüezi und grüß Gott mal wieder zurück. Ja, nicht wundern, hier auf meinem Monitor flackert es. Ich will nur ganz kurz was richtigstellen beziehungsweise und mich selber davon überzeugen. Als es hieß, der Geist des Alchemisten ist nicht so transparent dargestellt mit dem Renderer. Hier natürlich ohne Renderer, habe ich mal eben umgestellt. Ist er nur halbtransparent? Yep. Ich gehe jetzt wieder in normalen Modus, wie ich ihn immer spiele, also mit DX11-Renderer. Da schalte ich mal eben kurz um. So, zurück zum DX3-Renderer, also DX11-Renderer. Denn ich möchte auch ganz gerne wieder auf Kommentare von euch eingehen. Und zwar, ich war der Annahme, ohne es vorher zu prüfen, ja, normalerweise müsste er ein bisschen schwabern und so halbdurchsichtig sein, was er natürlich ohne Renderer, wie ihr eben gesehen habt, natürlich auch tut. Und dann habe ich dann halt eben dem Taris, in Vino Veritas, gesagt, so von wegen, ja, Velaya kann ich mich erinnern, da sahen die aber anders aus. Also die Geister, die waren so violett irgendwie noch und die hatten so einen Schein außenrum gehabt und waren nicht nur halbtransparent. Deswegen wollte ich das nochmal eben sagen. Ja, und somit auch einen Gruß an Alain Dufon vom Odyssey Mod Team. Ich will jetzt weitermachen und dazu lade ich mir jetzt den aktuellen Spielstand wieder ein. So, wieder umgeschaltet und wieder alles klar. Wir hatten ja in der letzten Folge gemerkt, dass wir hier in eine Sackgasse geraten sind. Und zwar hier bei der Höhle bei den Nomaden mit den vielen Löwen und Löwinnen. Ne, muss ja alles gerecht zugehen. Und bei der Gelegenheit, wenn ich wieder zu den Nomaden gehe, von denen ich weiß, dass sie zur Sippe von Said gehören, ich bin auf der Suche immer noch nach Said, hat mir der Gute, jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wer das war. Ja, ich habe auch rechts hier auch noch mal so ein Terminal. Ja, es war dann der Taris, der gesagt hat, wenn man Diebeskut, also in Klammern Trank, gleich verspeist, dann sind die Beweismittel vernichtet. Da müsstest du mir, nein, musst du mir nicht. Aber ich bin der Meinung, dass du meinst, von wegen, als ich von dem Tramposch, also von dem Ork bei Bahal stand, das werden wir jetzt gleich mal machen. Also ich werde mich wieder umziehen. Trampok Bahal stand, da ist doch dieser, oder Trompasch, ich kann mir diese urkschen Namen nicht so merken. Dass das wohl gemeint ist, dass ich ihm den Trank geklaut habe und gleich gluck vernichtet habe. Für was soll das ein Beweismittel sein? Das werde ich wahrscheinlich im Laufe des Spiels herausfinden und auch selber herausfinden müssen. Yep, nochmal kurz einrendern. Das dauert immer ein bisschen, obwohl ich die Werte zurückgestellt habe. So. Das war ja hier, das war der stand ja immer hier. So, aber auf der anderen Seite, die Werkbank, die ich jetzt mal kurz abspeichere, an der wollte ich doch meine Assassinen einen Seilstall bearbeiten. Moment mal, zurück, wollte doch eine Rüstung basteln. Ach so, okay, Rüstung verbessern, richtig. Da hatte ich ja versucht, die Rüstung Assassinenrobe. Moment. Nee, besser gesagt, die Klamotte war das. Ja, Assassinenkleidung hier, ne? Und dann steht hier Assassinenrüstung. Ich war natürlich jetzt nicht so clever zu sagen, na, vielleicht ist das verwechselt worden. Und siehe da, der Ellen besteht, dass es, dass der Name verwechselt worden ist. Ist aber nicht so schlimm. Diese kleine Hilfe, die ist gut, und die werden wir jetzt auch mal in die Tat umsetzen. Schauen wir mal. Mach dich fertig. Warum? Jetzt bin ich nackt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber? Mein Gott, ich bin doch neutral. Das ist ja gemein. So was Beklopptes jetzt. Ja, die wurde dann auch ausgezogen, die Rüstung zum Bearbeiten. Und dann war ich wohl wieder feindselig. Man schießt auch nicht auf nackte Leute. Was ist denn das? Und die Sklaven sind doch auch nackt da im Ort. Mist, jetzt kann ich meine Robe nicht verbessern. Ja, da ich ja noch nicht irgendwie so einen leichten Hinweis bekommen habe, wo Said sein könnte und ich auch hier auf Karten gucken kann. So, die Mine der verfluchten Mine. Also, das ist die Schatzkarte der
Verfluchten Mine, wo soll denn da ein Schatz eingetragen sein? Ich bin blind, ne? Möbe, verfluchte Mine. Ach, da unten steht's. Ganz dünn. Unten links. Mein Gott, ganz dünn. Ja, da sollte man doch mal hin, ne? Oder? Also Richtung Plantage und darüber hinaus. Dann werde ich mich doch mal... Moment mal, gab's... Ne, da gab's leider keinen Beam dahin. Dann werde ich mich mal zur Plantage begeben. Also als Zwischenbilanz. Hoffe ich jedenfalls. Wobei ich jetzt hier schon ein bisschen weitergegangen bin. Hätte es auch nicht ausblenden müssen. Aber hier sind ja noch die Wüstenräuber. Doch, statten wir dem Pedro einen Besuch ab. Den habe ich ja dahin geführt. Mal gucken, vielleicht geht es ihm gut oder nicht so gut. Oder schauen wir mal, was Pedro macht. Nicht wahr? Der Eingang war ja... Ja... Irgendwo war der auch hier. Da ist er. Da ist Schlüssel. Mit. Ich habe Schlüssel. Das ist zu weit entfernt. Ah ja, okay. Muss man sich ein bisschen positionieren. Dann gucken wir doch mal, wo Pedro sich aufhält. Wahrscheinlich hier in diesem Gebäude. Ist ja Schlafenszeit. So. Da ist er. Da ist Pedro. Aufwackeln. Verdammt. Ja, was macht denn die Aare? Es wäre schwierig, seinen Trank zu stehlen. Okay, da gibt es leider keine Option. Schade. Ja, dann gehen wir wieder mal zurück. Kann ich die Wüstenräuber erledigen? Kann ich das versuchen? Ich versuche es mal. Das geht. Oh, nicht vorbeilaufen, Roland. Ups, 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 ups. Da hier hin. Dann sind die da hinten irgendwo. Und immer da gucken, wo es leuchtet, ne? Da ist schon was. Okay, da sind die Wüstenräuber. Sind ja viele. Dann haben wir einen Elitenwüstenräuber. Gucken kann ich eins. Okay, das prellt ein bisschen. Aber da war noch irgendwie einer dabei, der hieß... Ne, da sind alles nur Wüstenräuber. Ich speichere mal ab. Werde mich mal umziehen. Die Paladin-Rüstung anziehen. Sicherheitshalber mal den Geschwindigkeitsring aus und wieder anziehen. Und dann gucke ich mal... im Off, was ich noch für Sprüche habe, ob es was Gutes ist. Hier, Eiswelle, naja, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Tja, schauen wir mal. Feuerregen habe ich nur einen. Verballer ich den oder verballer ich den nicht? Das ist die große Frage. Und ein Unwetter habe ich. Puh, das ist jetzt echt dull. Ach, ich erinnere mich. Quatsch, ich entscheide mich erstmal für Eiswelle und nehme dann vorher noch ein Getränk, welches mir Mana gibt. Und werde erstmal ein Stück Kohle essen. Nee, Quatsch, ist das? Nee, schwarzes Erz. Okay, dann gucken wir mal, was wir machen können. So, da haben wir sie. Setzen wir hier mal schnell hin. Jetzt bist du dran. Das ging fix. Das hat nicht geklappt. Dafür ist alles schön mit Eis bedeckt. Oh. Sie waren ja so schnell mich am kaputt machen. Ist klar, ich war ja schon angefressen, aber ich versuche es jetzt mal anders. Und zwar werde ich mit dem Unwetter versuchen, da mal ganz schnell hinzufetzen. Los. Da sind aber viele. Die sind aber sehr, sehr widerspenstig. So, vielleicht sollte ich mal so langsam hier flüchten. Im langsamen Modus. Bleib stehen, du Lump, ja. Oh. Bitte sag mir, dass mir keiner hinterherkommt.
damit ich sehen kann, wie weit die verletzt worden sind. Bei dieser Nachtaktion. Nee. Das Verdoyas rechte Hand. Das steht auch in der Quest. Die muss ich also killen. Muss ich überlegen, wie ich es dann mache. Ja, Ausgangspunkt wieder eingeladen und festgestellt, dass ich gegen die keine Chance habe. Zumindest jetzt noch nicht. Dann gucken wir uns mal die nächsten Schatzkarten an. Ja, das hat ja mit dem Schatz nichts zu tun eigentlich, ne? So, Schatzkarte verfluchte Mine. Ja, zack, so. Wo sind wir dann? Also umdrehen. Genau umdrehen und weiter geradeaus gehen. Aber an den Wüstenräubern vorbei. Jetzt muss ich überlegen, war ich da schon oder war ich da noch nicht? Das kommt mir hier bekannt vor. So, das ist jetzt eine ganz große Geschichte hier. Nach Amarna, nach Uga. Nee, das ist aber trotzdem verfluchte Mine. Gehen wir mal einfach geradeaus. Geradeaus und natürlich hier im Scouten-Modus. Ja, okay, war ich noch nicht hier. Dafür hat es hier ganz viele Kraftwüstencrawler, Sandcrawler oder Sandcrawler. Richtig. Machen wir da mal kalt. Aber erstmal so. Und ich meine, die waren nicht so. Hui, die waren nicht so. Nicht so schwierig. Ja, okay. Teste ich einmal an und dann mache ich den Rest im Off. Wenn sie so sind, wie ich denke, dass sie sind. Okay, läuft, läuft, läuft. Dann mache ich die jetzt mal alle. Ja. Heilkreuzer und Feuernesseln. Und doch hier ist noch ein Sandcrawler. Hier ist auch noch was. Eine Feuernessel. Ne, Feuerwurzel sogar. Und dann wollen wir mal dich auch noch mal eben. Na, das ging noch eben klasse hier. Das war ja ein Sandcrawler, auch ein normaler. Die anderen gingen mit zwei oder drei Schüssen kaputt. Gut, okay. Jetzt habe ich wieder hier die Sandfärbung auf den Boden fallen lassen. Das wollen wir mal eben ändern. Dann reorientieren wir uns nochmal nach der Karte. Das war, glaube ich, die letzte hier unten von den dreien. Zack. Ja, wird immer wieder neu. Ach, ich muss also links rum. Also hier um die Klippe rum. Aber hier geht es nicht weiter. Das werde ich mal im Off auch nochmal erforschen. Nachdem ich die beiden Sandcrawler auch nochmal erledigt habe, um mal den Bereich abzusuchen nach besonderen Geschichten. Ja, ihr seid aber jetzt in dem Bereich widerspenstiger. Das finde ich gar nicht gut. So, du auch nochmal. Und da waren unsichtbare, habe ich glaube ich gesehen. Der macht einen Riesensprung nach links. Habt ihr das gesehen? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, wo war der Unsichtbare? Da hinten ist der Unsichtbare, ne? Hehe, abspeichern. So, da ist er. Auch nicht so nah, dass wir hätten ihn, dass er hätte für uns gefährlich werden können. Warum treffe ich hier nichts? Los. Ah, er trifft mich ein bisschen. Ach, das... mir jetzt schnuppes. So, dann werde ich jetzt diesen Bereich hier nochmal hier richtig schön so durchkreuzen, gucken, was es hier so an Kräutertjes oder irgendwelchen anderen Items gibt. Und ich melde mich wieder. Ja, von hier aus gesehen bin ich hier auf etwas gestoßen. Extrakt der Heilung auf ein Skelett und Lederbeutel mit 5 Erzbröckchen. Ja, dann werde ich mal weiter im Off suchen. Hier gibt es ja schöne, lustig designte Pflanzen. Schön.
Habe ich die irgendwie an anderer Stelle schon gesehen oder sehe ich die jetzt zum ersten Mal? Also mit dieser außergewöhnlichen Blüte hier sehe ich die für mich zum ersten Mal. Ha, ha. Ja, und hier in der Gegend gibt es ganz viele Kräuterches, Feuerwurzel und so weiter und so weiter. Ist da hinten noch was? Nope. Ja, ich suche mal weiter, aber bis ich auf da hinten was Golem-technisches sehe. Ja, bei Sandgolem, mein Knüppel habe ich schon angelegt. Was ich nur noch machen muss, ist mal versuchen, die beiden so schnell wie möglich in dieser brütenden Hitze zu erledigen, ranzuziehen. Wer steht denn jetzt näher? Du kommst, du kommst, du kommst. Okay, nimm mal ein bisschen Abstand. Und zack. 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 Nein, so doch nicht. Komm. Und gleich aus dem Liegen heraus. Und auf über die Rübe ziehen. Ah, der hat mich ein bisschen erwischt. Los. Ja, so muss das sein. So, ein bisschen was essen, speichern. Und dann nehmen wir uns ihn hier noch zur Brust. Na klasse. Wieder vergessen, den Ring zu nehmen. Ja, immer so ein bisschen. Aber jetzt hat er sich wieder zu mir gerichtet. Aber das ging doch ganz gut. Ach ja. Und schnell umziehen und wieder abspeichern. Und nochmal hier ein bisschen den Rest absuchen, ob es hier noch was gibt. Und dann da weiter. Da sind ja noch mehr Sandgolems. Sorry, dass ich immer das mache. Naja, die lasse ich erstmal. Ich möchte ganz gerne, hoffentlich sind wir hier richtig auf dem Weg. Ich möchte ja ganz gerne endlich mal hier so eine Schatzgeschichte finden. Dass die. Ja, jetzt sind da plötzlich vier Karten. Bin ich jetzt richtig? Ich bin richtig. Gut, also sind wir hier richtig. Ah, ich achte hier auf jedes Fitzelchen. So, ist das riesig hier? Was ist denn das hier für ein riesig Kram? So, unbekanntes Gebiet. Immer mal hier. Ja, da haben wir wieder so ein Golemmi. Sollte ich es doch mal versuchen mit dem Knüppel und ohne diese Golem-Schutzrüstung? Guck ich mal. Ich weiß. Risiko. Oh, sind auch gleich wieder zwei Stück. Risiko. Nee. Das war jetzt doof. Aber mal gucken. Risiko ist alles. Also, klappt doch auch so. Die erste Schlacht war scheiße. Auf geht's zum zweiten. Da ist er. Ja. Paar Schläge und schon war's es mit ihm gewesen. So, da müsste doch die Mine hier irgendwo in der Nähe sein. Na, ich speichere mal ab. Ja, es dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Bis wir die Mine haben. Aber trotzdem kann es sein, dass es hier schon. Nee, glaube ich nicht. Aber hier gibt es noch so eine Seitenhöhle. Gucken wir da mal rein, ne? Lass mal umziehen. Wir wissen nicht, was uns da passiert und begegnet. Das sieht aber eng aus da. Nein! Überraschung! Kaputt! Gewappnet, gerüstet. Jetzt gucken wir mal hier, wer hier ums Eck kommt. Beziehungsweise, wir wissen es ja, wir haben es ja gesehen. Das Ganze ein bisschen vorsichtiger machen. Gucken, einer muss ja schon gleich. Hier, nee, das ist doch hier Linke, der. Da sind 1, 2, 3 Stück drin. Wow, cool. Der will nicht. Dann geht die ganze Geschichte wieder andersrum. Ach, shit. Mist.
Mr. Mate. Mr. Mate. So. Den einen haben wir. Und der andere, der trampelt da noch irgendwo in der Höhle rum. Aha. Da noch mindestens zwei, ja? Na? Okay. Los. Genau. Immer aus dem Nicht Liegen heraus. Das ist so klasse. Aus dem Liegen heraus. So, dann wollen wir mal gucken, wo sich der weitere... Nee. Nochmal abspeichern. Wo ist er denn? Wieder hier oder links? Ah, links ist er. So. Das könnte eventuell schon der Zugang zu dieser verfluchten Mine sein, wenn du mal endlich genau die Krücke gibst. Obwohl, vielleicht ja... Ah, hier geht es runter. Mhm. Mal umziehen. Und gibt es da unten... Na, ich muss mal gucken. Den Sturmknecht... Oh! Nee, 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 da ist er direkt unter mir. Was liegt denn hier? Achso, ich dachte, das wären faule Säcke, aber das waren ja die faulen Steine von den Wüstengolems. Dann gucke ich doch mal, ob wir hier noch einen zweiten Seiteneingang reinkriegen. Das gefällt mir nicht. Jetzt habe ich wieder so Beißer und sowas. Hm. Was macht jetzt bloß? Ich werde den Frosch einfach nicht los. Also den Wüstengolem werde ich einfach nicht los da unten. Das wird natürlich wieder riskantiger. So, wenn ich jetzt einfach mal runterspringe mit gezückter Waffe, mich sofort umdrehen sollte und nicht auf die Fresse fliegen. Wieso gehst du jetzt nicht hoch? Toll. Jetzt kann er sich bei mir anpirschen. Ah ja, er bleibt noch hier in dem Modus. Er bleibt mal in dem Modus, finde ich gut. Ah, er geht zurück und wir hauen auf ihn ein, bis er hin ist. So, ich hoffe, dass es der letzte war hier. So, da sind wir her, richtig. Und hier geht es nochmal runter. Im freien Fall haben wir kurz erblicken können, dass hier nichts mehr war. Gibt es denn hier noch mehrere Leitern? Ja, es gibt noch mehrere Leitern. Ich werde mal wieder eine schützende Rüstung anziehen. Steigern wir mal uns hier weiter hinab. Ja, wir steigern uns hinab. Da ist was. Auf jeden Fall sehe ich irgendwelche zu hackenden Klumpen an den Wänden. Oh weia. Das geht aber ganz schön tief runter, liebe Leute. Erinnert mich so an alte Zeiten. Hä? Geht's da ins Nichts? Oder ist das nur so ein bisschen Nebel? Hm, da ist die Leiter. Jawohl. Der greift die. Alter Leute, guckt euch das an! Und natürlich wieder. Sandgolem-Gelumpe. Ich habe fast das Gefühl, dass hier unten drunter auch noch was ist. Speichern. 20. Yep. Aha. Ich habe es schon gehört. Da unten ist was. Da unten ist was. Hat's gemacht. Meinte doch auch sowas gehört zu haben in der Art. Nee. Na. Jetzt hat's geklappt. Das hoch genug? Ich kann mit bezogener Waffe leider nicht. Okay, wer bist du denn? Moment. Wer bist du? Wer bist du? Ein was für ein Zeug?
Verfluchtes Skelett ist da schon mal, aber hier unter mir, das ist aber irgendwas Rüstigeres. Jetzt ist der... Also, dann sind wir hier in der verfluchten Mine. Wenn das hier so verflucht ist... Abgespeichert habe ich. Ich versuche es jetzt mal einfach so. Jawohl. Oh, ein untoter Elitekrieger. Vajo, vajo, vajo. Mit einem richtig schönen, gefühlten, blöden Schwert. Und er hat seinen Adjutanten dabei gehabt. Nicht gut. Ja, dann versuche ich es mal mit dem Feuerpfeil. Und irgendwie muss doch was passieren. Warte mal. Ja, da unten. Nein, dich will ich gar nicht haben. Verfluchtes Skelett. Ich will erstmal hier die Dings greifen und ihm mal hier. Okay. Er versucht jetzt hier irgendwie von unten was zu machen. Okay. Ich hab schon. So, also hat er mich schon mal spitzfindig gekriegt. Das Doofe ist. Ein anderes Skelett wird gleich ins Visier genommen. Finde ich nicht gut. Das so doof kann. Kann er der Elite-Krieger nicht irgendwie hochklettern? Das wäre schön. Und wenn ich runterkletter, bin ich... Ah, BC. Das kann ich ewig so weitermachen, ne? Ja, wir müssen irgendwie versuchen, doch mal das Ganze anders zu machen. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. So, was war denn das? Ein Klumpen? Ach, da kommt natürlich gleich alles hinterher. Ich hab's, glaube ich. Ihr bin zu L. Ich weiß es nicht. Einfach ausprobieren. Oh. Cool. So, nehmen wir dich als erstes hier. Genau. Und dann das verfluchte Skelett. Ja, wunderbar. Ein Knochen. Alter, zwei Hände geschärft und ein untoter Elitekrieger, der mir auch nur sein Gebein hinterlässt. Silberklumpen, eine Silbermine sozusagen. Und da hinten sind noch die beiden Peoples. Dann werde ich erstmal ein bisschen im Off Silberklümpchen, ne, abklumpen. Jawohl, das ist sehr nah dran jetzt. Wenn ich jetzt an den nächsten Silberklumpen gehe, genau richtig, dann kommt nämlich er schon wieder hier zum Einsatz. Kannst du ruhig öfter so machen, daneben hauen, damit ich dir einen von hinten reinhauen kann. Aber jo, den hatten wir, dann nehmen wir den hier eben off. Oh oh, jetzt habe ich mich zu nah rangewagt, aber er ist noch nicht auf mich aufmerksam geworden, da der Herr Golem. Da, und zwar diesen hier. Einhauen und nochmal so hauen. Pah, wenn man bedenkt, dass ich so anfangs so Schwierigkeiten hatte mit den Golems, okay, wieder im Off weiter klumpen. So, das waren ja drei Salzklumpen. Und wo ist die Leiter, die da irgendwo runter geht? Ja, die geht da nämlich runter. Und leider muss ich für diese Folge wieder schließen. Ja, ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Ihr vielleicht auch. Und apropos Silber, ich werde noch eine Ankündigung machen. Aber das würde im Laufe der Tage sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen und schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen. Und nochmal gucken, wo ist Said? Wo kann ich den finden, damit ich dann im Anschluss weitermachen kann? Okay, bis dann. Ciao.